Und damit willkommen zurück zu einer neuen Runde Mega Man X7. Erschienen auf der PS2, gespielt in der Legacy Collection. Ja, ich habe mir die vorige Aufnahme eben kurz angeschaut. Offenbar habe ich den Boss so getroffen, dass ich ihn quasi einen Viertel seiner Energieleiste abgezogen habe, dass ich dann nur noch einen Treffer gegen ihn gebraucht hatte zum Schluss. Aber egal. Geschafft ist geschafft. Ich habe keinen Glitch benutzt oder sonst was. Ansonsten kann man mir das gerne in die Kommentare schreiben, was ich da irgendwie verpeilt habe oder hatte vielleicht irgendwie eine Trefferzone, wo er noch anfälliger ist. Aber keine Ahnung. Solange ich die Bosse schaffe, ist alles in Ordnung. Oh, ich warte eigentlich in das Level ran. Jetzt geht's zum letzten. Wind Crowrang, okay. Ja. Ja, und das ist ein nicht allzu angenehmes Level, muss ich gestehen. Zumindest im ersten Bereich. Weil hier muss man tatsächlich auf Flugzeug zu Flugzeug springen. Oh, wir sind nicht bei Castlevania, der schmeißt mich Äxten. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ich warte lieber, bis er wiederkommt. Aber noch habe ich kein Rapper gesehen. Einen habe ich gesehen. Na, ah, jetzt müssen wir so ein bisschen Super Mario 64 spielen. Nein, ich mag das Herz! Ja, um meine Skills in Super Mario 64 sind tatsächlich bescheiden. Aber ich will das trotzdem immer noch als Let's Play machen. Aber zuerst möchte ich zuvor noch ein paar andere Spiele spielen. Das war jetzt ein tierischer Lag. Komme ich ihn jetzt dann nicht ran? Scheiße! Ich glaube, ich musste mich dahin. So, und da war jetzt gleich das Herz.
Ich hab's schon wieder nicht gekriegt. Was zur Hölle? Ich möchte schon das Herz haben, vorher dich nicht weiter. Ich weiß nicht, ob ich das gekriegt habe, aber keine Ahnung. Ansonsten hole ich das nach der Session offscreen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe trotzdem irgendwie ein Life-Up bekommen noch. Egal, ich glaube, ich werde das Level jetzt erstmal so beenden und dann mache ich das offscreen. Ich möchte schon irgendwie versuchen, wenigstens die 100% Items zu kriegen. Nee, es sieht so aus, als habe ich das schon. Gut, dann konzentrieren wir uns jetzt einfach darauf, erstmal diesen Bereich zu schaffen. Boah, das Level ist echt nicht einfach. Ich glaube, dafür war der Boss leichter. Ich weiß es nicht mehr. Dafür habe ich X7 bisher viel zu wenig gespielt. Aber es macht mir Spaß, keine Frage. Soll ich so springen? Ich habe Angst. Ja, ich kann so springen. Oh, ich habe den Bereich geschafft. Nice. Ich verstehe jetzt nicht, warum die Steuerung wieder ausgesetzt hat. Oh, dieser klassische Mega Man-Gegner nervt.
Zwischenboss? Bam! Rüberspringen. Ich habe irgendwie Angst, in einem Abgrund zu springen. Barry? Okay, mit den großen Dingern kann ich mittlerweile ganz gut umgehen. Also muss immer noch erstmal auf Raploids achten. Wow. Ich gehe nochmal kurz zurück. Kann ich noch? Okay. Aber mit Axt spielen in XC macht auf jeden Fall Spaß. Aber wie geht es jetzt weiter? Okay, das sah gerade... Diese Steuerung! Na klar, und wieder so weit am Anfang. Ich hätte rüberspringen müssen. Was ist an dem? Tatsache. Okay, dich habe ich auch gerettet. Jetzt ist mal hier durch. Du brauchst kein Castlevania mit mir zu spielen. Sache in diesem Level. Aber das ist die nächste Leitkapsel. Diese Gebrauchsteile sind für dich. Damit kannst du den Gigaschlag verwenden. Aktiviere ihn durch gleichzeitiges Drücken von L1 und R1. Ja, okay. Aber ich hoffe, es wird nicht so Schlimmes geschehen, dass du es am Ende diese Nachricht siehst. Why?
Nee, damit switche ich ja den Charakter. Okay, ich drücke verschiedene Treffer, aber ich kann gar nichts machen da. Ich werde sie alle abknallen. Bosszeit oder kommt da noch eine Stelle? Ne, Bosszeit. Where are you? Come out and face me. I can see it in your eyes. You would prefer to avoid a fight. Yes, of course. I don't want any more people getting hurt. You really are a soft fool, X. Well, just stand there peacefully while I erase both you and your silly ideals. Okay, ist der ein Ripper von Storm U oder was? Wow. Alter! Wow. Ich glaube, den muss ich lernen. What the fuck? Ich glaube, ich werde komplett abkacken gerade. Was war das denn für eine Ulti? Komm schon! I'm the best! Mario Party 3, Winning Pose. Windspalter. Diese Waffe löst einen Bumerang aus, der alle Feinde aus seiner Flugbahn zerteilt. Auch nicht schlecht. Okay, drei hätten mir gefehlt. Aber die waren wahrscheinlich alle im ersten Bereich noch gewesen. So, was geben wir ihm denn? Das wollte ich doch gar nicht. Die Reichweite normaler Angriffe, Schneffe, ja. Ja, dann nehme ich die Superheilung noch mit. Ja, dann war's das mit den Rap Lords jetzt, weil wir sind in allen 8 Leveln durch. Und tatsächlich habe ich Zero mit am meisten verbessert. Und somit haben wir auch alle 8 Mavericks besiegt. Dann wird es zumindest noch ein Backtracking-Part geben, weil ich muss nämlich in eine Stage auf jeden Fall noch mal rein. Aber ich denke mal, jetzt kommt noch mal eine Zwischensequenz.
Ja, ich gönne mir die Zwischensequenz noch und dann ist der Part vorbei. Okay, everybody. That's point RD 1866. The location of Red Alert's base. But why has it suddenly shown up on our radar screens? It's as if they wanted us to find it. Yes, it is a bit strange. Be on full guard, X-0. Axel is in your hands. I know. Okay, everybody, let's go. Let's get this fight over and done with. Now that's the X I used to know. I don't want to fight, but we must hurry. I can't allow them to claim any more victims. Got it. You do as you please. Let's get moving. Ready, Axel? Yeah! Just hold out a little more, Red. I'll be there to put an end to this. Ja, X ist gleich optimistisch. Er möchte auf jeden Fall gegen seinen Meister antreten. Gut, Palaststraße. Unsere Aufklärer schaffen es nicht. Wendet die Gefahr ab. Ja, das mache ich an meinem nächsten Part. Option speichern, laden und ansehen. Ja, ich werde eben nochmal fix zwischenspeichern, damit ich die Sequenz nicht nochmal haben muss. So, das war der Quark. Gut. Gut. Ja, im nächsten Part werde ich noch ein bisschen Backtracking betreiben, weil ich muss auf jeden Fall noch ein Rüstungsteil holen und ich habe das Gefühl, ich habe in der Splash Warfly Stage eventuell noch ein Herz übersehen. Vielleicht gehe ich da noch mal kurz hin. Aber das alles im nächsten Part. Denn dann geht es wohl wirklich zur Sache mit der Palaststraße. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.